Guten Tag. Da du dieses Video angeklickt hast, bist du jemand, der was gerade sich überlegt oder einen hat, einen Behindertenpass. Alle deine Vorteile und Begünstigungen und was du damit alles machen kannst, werde ich dir in diesem Video erklären. Mein Name ist Matthias Bernhard Reisinger. Schön, dass du zu meinem Kanal gefunden hast. Behindertenpass. Aufbau des Behindertenpasses. Jetzt mal. Epileptiker oder Epileptikerin steht drinnen. Wenn du es bist oder nicht bist, muss drin stehen. Dann Osteosenmaterial. Der Inhaber des Passes hat Metall in seinem Körper. Das bestätigt dieses Symbol und wird auch beim Schranken gebraucht, beim Ausreisen. Prothese, einfach kurz gesagt, das ist, wenn du ein Bein verloren hast oder ein Körperteil verloren hast, wie Körperteil, Bein, Arm, dass du einen Ersatz hast. Das muss drin stehen für den Flughafen. Cochlea Plantage. Das ist ein Ohr, ein Material, was drinnen ist, dass man besser hören kann und so das Ganze. Dass man eine Ohrplantation besser hört man das Ganze. Orthopädis. Das ist etwas, was in die Wirbelsäule geht, dass man gerade wieder stehen kann und dass man besser das Gleichgewicht hat und so das Ganze. Ja. Dann gibt es noch extra Sonderzeichnungen wie Unzumutbarkeit der öffentlichen Benutzung der öffentlichen Verkehrsmitteln, dauerhafte Mobilitätseinschränkungen. Das ist natürlich dafür, ist gut dafür da, bin ein bisschen so schnell gewesen, tut mir leid, ist dafür gut gedacht, dass man, wenn man einen Fahrtenersatz oder ein Taxi braucht zum Beispiel, kann man damit, kriegt man ein bisschen Rabatt, kann man billiger Fahrtendienst, kriegt man dadurch. Das könnte sogar für ein Taxi, wo man fährt, zum Beispiel so 3 Kilometer mit dem Taxi, statt 5 Euro zahlt man nur 2 Euro. Aber muss man zuerst anrufen und ausmachen. Fahrpreisermäßigung. Ja, das gibt es bei uns. Wir sind in Österreich bei der ÖBB, dass einen bestimmten Grad von der Behinderung man nur die Hälfte zahlen muss für den Fahrschein bei der ÖBB. Aber vieles weitere erkläre ich später. Begleitpersonen. Durch diesen Symbol, der Inhaber dieses Passes braucht eine Begleitperson. Dadurch kann er eine Person, wie zum Beispiel, wenn er ins Museum gehen müsste und er braucht Hilfe, kann die Person, die ihn begleitet, gratis hineinkommen. Das ist ziemlich sehr praktisch für gewisse Situationen. Ja, toll. Gesundheitsbeschäftigung W1. Da kann ich leider noch nicht viel sagen, weil das haben sehr wenige Leute, was ich bemerkt habe. Und noch nicht wirklich, ja, genauso wie die Gesundheitsbeschäftigung G2. G3. Gebrauch eines Rollstuhles. Ja, bei diesen Situationen sieht man natürlich, dass der Inhaber einen Rollstuhl braucht, dass man das vorlegen muss, dass es wichtig ist, dass man wirklich braucht. Für gewisse Ämter und so das Ganze. Das ist wichtig. Man kann dadurch auch natürlich mit Kostenersatz, wenn man sich einen neuen Rollstuhl beantragt und so das Ganze, kann man sich holen dadurch. Schwere Hörbehinderung. Das heißt noch lange nicht, dass man taub ist und nichts hören kann, nur man tut sich halt schwer beim Hören. Und dafür gibt es natürlich auch ein bisschen eine Hilfe, dass man besser mit Hörgeräten günstiger werden dadurch. Und natürlich, dass man Rücksicht nehmen muss. Hochgradig sehbehindert. Ja, das ist heutzutage so, dass man ohne Brille, ohne etwas weiteren, dass man, wenn man das hat, kriegt man automatisch ein Band, ein gelbes Band auf die Schulter, kann man besser sagen. Und das ist halt vorteilhaft für die Leute, dass man gleich erkennt. Man kriegt das auch durch den Pass, das Ganze, und wird geholfen. Meistens eine Begleitperson. Blinde haben natürlich hundertprozentig das Band und sollten eigentlich, ja, sollte man auf Rücksicht nehmen auf die Leute, das Ganze. Haben andere Vorteile. Gehörlose werden natürlich auch bezeichnet in dem Band. Die hören nichts mehr. Ist natürlich okay. Natürlich nicht. Es gibt natürlich taubblind. Das ist eine Kombination von beiden und das ist ziemlich schwer. Das kann auch drin sein. Ja. Wenn man einen Hund hat und ihn zum Assistenzhund ausgebildet hat, braucht man natürlich den Schein dafür, den Assistenzhund, und es wird eingetragen,
im Behindertenpass oder Ausweis, je nachdem, wie man es will. Zusatzeintragungen ohne Piktogramme haben wir vorher schon erklärt. Das ist das mit Elliptica, der Ortssymptomaterial. Das sind Materialien, die was im Körper drinnen bleiben. Das sind wie Scharniergelenke aus Metall, dass man weiß, dass sie drin sind, muss das angegeben werden, wenn man nicht über den Flughafen geht, weil sonst läutet das die ganze Zeit und so. Warum? Wegen Terrorismus und so. Aber das ist der Grund. Prothese ist auch wieder logisch, das ist das mit dem Bein oder dem Körperteil, dass man wieder gehen kann. Das haben die meisten Sportler jetzt, die was mitmachen. Prothesen. Dann Cochlation. Weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist etwas, das man besser hören kann. Das ist eine Hörprothese, dass man das besser ins Gehirn bekommt, das Ganze. Und Orthotes ist dafür da, dass die Wirbelsäule gerade wieder wird, dass man ein bisschen gehen kann und so. Das ist mal wieder eine kurze Zusammenfassung von vorher, dass man weiß, was es ist. Wie wird man begünstigter Behinderter? Begründung, Behinderter, keine Ahnung. Einen Antrag stellen beim Sozialministerium Service. Die Feststellung des Grades der Behinderung erfolgt durch ärztliche Sachverständiger der Behörde. Der Sozialministerium entscheidet mit Bescheid über die Zugehörigen zum Kreis der begünstigten Behinderten. Wie schaut das aus ungefähr? Man natürlich, das ist der Antrag, den habe ich extra geholt. Die Hauptzentrale vom Sozialministerium ist im Graz, nein, Entschuldigung, in Linz ist das. In Linz. Man müsste dort einfach noch hinschauen und so. Name ausfüllen, dann Adresse etc. Weiter Kopien der aktuellsten Befunde, Schreiben des Ganzen, des Problems etc. Es beginnt schon eigentlich, man kann einen Behindertenpass bekommen schon mit 30% bei psychologischer Beeinträchtigung. Bei körperlicher Beeinträchtigung ab 50%, dass man ab relevant wird, aber erst ab 50%. Da man durch die 50%, wie man im vorherigen Video, seit 1. Mai die Möglichkeit hat, bei der österreichischen Mindestsicherung, dass man dort das beantragen kann auf Behindertenzuschlaggeld. Das sind 175 Euro, das habe ich im vorigen Video verlinkt, werde ich auch am Ende dieses Video verlinken, also keine Sorge. Ja, natürlich Datum, Ort, natürlich. Dort, in welchem Bundesland, wo man das hinschicken müsste, wo das ist, wo man hingeht. Ja, in Eisenstadt kann ich mal sagen, wo das ist. In Linz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg, Bregenz, ja, St. Pölten, Wien, Graz. Einfach ja. Das ist es eben. Die kurze Adresse des Ganzen natürlich. Ja, was bringt die Zugehörigkeit zum Kreis der Behinderungen? Bis jetzt haben wir nur gehört gehabt, ja, es ist nichts Besonderes. Oder man hat ein bisschen Geld natürlich. Ein höherer Kündigungsschutz kriegt man, Förderung in beruflichen Bereichen, Zusatzurlaub sofort im Kollektivvertrag, sofern im Kollektivvertrag das drin steht. Das würde heißen, ein normaler Arbeiter kriegt sowas von 25 Tage laut Kollektivvertrag, aber ein Mensch, der eine Beeinträchtigung hat, mit zum Kreis der Behinderten gehört, hat die haben Anspruch auf 30 Tage Urlaub im Jahr. Ja, Dienstrecht oder Betriebsvereinbarungen vorgesehen. Natürlich muss man auf Vorsicht schauen, was im Dienstverhältnis steht. Lohnsteuerbefreiung, das heißt, bis zu 25% kann man Lohnsteuer sparen. Fahrpreisermäßigung, zum Beispiel ab einem Grad der Behinderung von 70 auf Bahnlinien der ÖBB, was ich vorher schon gesagt habe. Das sind halt die Vorteile. Und jetzt ist halt der neueste Vorteil gekommen, seit dieses Jahr im Mai, 1. Mai. Falls man Mindestsicherungsbezieher ist, kann man natürlich extra noch, wenn man den Behindertenpass hinschickt, 175 Euro mehr verdienen. Kriegt man mehr im Monat. Ja, das war groß und ganzen die ganze Sache. Ich werde das alles noch verlinken. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video teilt mit euren Freunden oder Leuten, die jetzt gerade in dieser Situation sind und sich noch nicht auskennen.